So, wir gehen jetzt zum Bäcker unseres Vertrauens, weil im Stillen Tal findet diesmal ein Grillseminar statt. Da warten 30 hungrige Münder auf ein gutes Frühstück. Und jetzt schauen wir mal, was da gibt. Na ja, da tut sich schon was. Ja, servus Karl. Ja, was hast denn du da schon als Bacher heute? Ja, alles ein wenig. So die Kornspitze über Bierspitze, über Kipferl, schwarze Wickerl, Semmel. Das hat alles ein wenig gemischt da alles. Wann ist da schon losgegangen heute in der Früh? Ja, das ist nicht so bald gewesen. Aber es passt. Was darf man nehmen, bitte, nicht? Leo, wir widmen uns ja heute den schönen Dingen des Lebens. Es geht um das Thema Grillen. Heute findet ja zum dritten Mal Smoke on the Water im wunderschönen Stillen Tal statt. Um was geht's da heute? Heute geht es genau um das, was wir da in der Barbecue-Republik im Stillen Tal anstellen. Nämlich ein Haufen Männer sind da, lauter verrückte, rauchige Typen. Und was machen die? Die spielen den ganzen Tag nur mit Männerspielzeug. Geile Messer, geile Steaks, Lagerfeuer, Lamm, Wildsau, Truthahn, ganze Teile, ganze Viecher und alles zwischendurch wieder haben wir gehabt. Regen, Vollgas, Sonne, Nebel, Rauch, wieder Regen, aber es war eine geniale Stimmung und das macht es aus. Wenn man sich trifft, was Gutes essen, dann ist das rundum und um nicht so dramatisch, wenn es nicht funktioniert, aber was man am Gaumen hat, Aquaplaning heißt das, gell? Gaumensex und Zungenaquaplaning, dann passt das. Ja, der Erwin ist wieder da, freut mich ganz besonders. Ich habe heute gehört, wie der Erwin gesagt hat, also speziell im Stillen Tal, das Brisket wird immer geil. Was ist da? Was liegt da dran? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Kammer, Leo. Das kann nur an dir liegen. An mir? Ja, kann nur an dir liegen. Also ich glaube ja, das liegt am Stillen Tal. Wir sind ja in der Barbecue-Republik, heißt das. Du hast recht, ja. Und wie war sonst der heutige Tag? Also mir hat wieder sehr gefallen. Die Leute waren sehr zugänglich. Es war wirklich ein wunderschöner Tag wieder. Und ich sage immer wieder, ich komme immer wieder gern zu dir. Aber man hat jetzt gesehen, wir haben heute die Ribs haben wir gehabt, Pulled Pork und unser Brisket waren alle drei absolut geil umgekommen, gell? Richtig, ja. Und das ist natürlich schon, wenn man jetzt sieht, die Leute kosten das dann, gell? Und so, boah, ist das geil, ist das, boah, hast das gekostet und so. Da merkt man natürlich schon, wenn man einen guten Job gemacht hat, ist man glücklich, gell? Und man weiß, man kann das, weil man zeigt ja was her, weil man es kann. Richtig. Und ich mache das sehr gern. Mir taugt es, dass ich das Barbecue vermitteln kann und dass ich die Leute was mitgeben kann für daheim. Wunderschön. Taucht immer wieder da. Perfekt. Erwin, weißt du? Danke. Nicht nachlassen. Ja. Also wir halten den Erwin den Namen, dass er heuer und ein paar Mal so was Geiles zusammenbringt, dann gibt es wieder ein paar Rutsche im Reglement. Danke. Daniel, erzähl, wie bist du überhaupt zu uns heute da hergekommen? Naja, ich habe die Geschichte heute zum 40er Geschenk gekriegt. Ah ja. Von meinen Schwagern. Und dann so einen wahnsinnigen Haberrad auch mitgenommen. Und wir haben rechte Gerade da und das ist spitze da heute, muss ich sagen. Wir haben viel dazu gelernt. Das passt perfekt. Das heißt, du bist schon auf einem guten Niveau und heute hast du noch ein wenig Schliff dazu gemacht. Genau so ist es. Also ich bin eigentlich ein begeisterter Rippelgrüller. Ja. Da hat mir der Erwin, der hat mir heute noch einmal ein bisschen besser gezeigt, wie das genauso geht. Und super Sache da. Also wenn du jetzt heimkommst, wirst du das gleich einmal testen und schauen, ob das so hinhaut, oder? Ja, logisch. Ja, ganz klar. Aber die Rippel heute waren leider geil, oder? Leider super geil. Also, da haben wir jetzt den wahnsinnigen Alex, der das verschenkt hat. Genau. Wie kommt man auf die Idee, dass man einfach so eine Grillerei verschenkt? Ja, wir waren vorher gesehen schon bei dir einmal. Mhm. Und das war wirklich, also war wirklich ein Wahnsinn da in den Stillen Tal. Das Ambiente, das Grillerei, das Fleisch, ja, die Qualität.
das Ganze zum Probieren. Und ja, haben wir sie doch, das müssen wir weiter schenken. Also, wir haben euch erfolgreich infiziert. Genau, infiziert. Hoffentlich ja. Unheilbar erkrankt seid ihr jetzt und kommen wieder ein paar nachher. Genau, und seid ihr mal relaxed eigentlich. Also, dann relaxten Dank für den relaxten Bitte Besuch. Bitte schön. Dankeschön. So, wo ist denn unser Schmidt? Der Wieshofer Klauser, der Smokermecker. Wie schaut es denn aus jetzt am Feier? Ja, los. Das heißt, Temperatur haben wir? Knapp 90. Knapp 90, schauen wir mal. Ui. Jawohl. Da liegt ja zum Beispiel die Ananas. Wir haben nämlich gerade eine Gin-Verkostung. Wenn wir fertig sind, gibt es hinterher die Ananas. Ja. Dann haben wir oben liegen eine schöne ganze Rinderrippe in 3-4-facher Form. Das heißt, eine Schirmrippe im Ganzen. Und die liegt schon ganz langsam oben. Da geht es nämlich um die langsame Tour. Wenig Hitze, 90 bis 110 Grad. Das geht bis morgen in der Früh. Wird ungefähr zum Frühstück fertig sein. Dazwischen packt man es einmal ein, oder? Ja, das wird erst morgen in der Früh fertig. Du hast da eine ganz geile Idee gehabt, damit wir die Nacht ein bisschen schlafen können. Um was geht's da? Genau, wir haben da einen Aufsatz entwickelt. Der steht da am Boden. Da schließt man einen Blinddeckel an, mit zwei Flügelschrauben und Gasaufsatz drauf. Völlig entspannt geht das. 4 Stunden, 20 Minuten Wartezeit, bis die Temperatur geregelt ist. Hauptklappen zumachen beim Smoker. Und die Kerl von Holz und ganz entspannt die ganze Nacht mit Gas weiter. Konstante Temperatur, weil das Fleisch hat den Rauchgeschmack eh schon aufgenommen nach den 5, 6 Stunden. Mehr braucht man nicht. Herz, was willst du mehr? Also, du schlafst wahrscheinlich nicht die ganze Nacht, da wirst du noch ein Glasl drin. Gell? Genau so ist es. Ah. Ich halte auch gerade einen Säbel. Ja, gerade, dass man ein paar sieht, weil es natürlich geil sind, die Feideln. Ja, passt. Ja. Du hör noch ein, zwei. Ja, jetzt haben wir unseren Barbecue-Messer-Profi da in Martin. Den ersten Service muss man Leo, weil gerade sein Messer wieder schärfen muss. Genau. Immer wenn er kommt, was muss er als erstes tun? Einen Service bei meinem Messer machen, damit es wieder weiß, was herkommt und wieder ein bisschen Information auf die Platten kriegt. Was hat sich alles entwickelt? Wie läuft die Geschichte mit dem Messer? Das läuft gut, aber mehr Umfragen, wenn ich Zeit habe. Aha. Weil unter dem Tag müssen wir ja Smoker arbeiten. Okay. Und auf die Nacht mache ich ab und zu ein Messer. Gibt es ein Messer, das was sagt, das gebe ich sicher nie her? Das hast du in der Hand. Ah! Ah, so schaut das aus, okay. Wahrscheinlich hat mir das deswegen so gut gefallen. Was ist bei dem Messer speziell? Das ist aus einem Granatsplitter vom Ersten Weltkrieg. Aha. Und das Erste, was ich daraus gemacht habe. Mein allererstes Messer. Ja. Okay. Und da habe ich das Olivenholz selber geschnitten vom Baum. Die Messerklinge habe ich selber am Boden gesucht, das Material. Aber das ist meins, das bleibt bei meins. Also wenn einer ein Messer haben will, schaut er unter, im Facebook unter Barbecue-Messer und dann findet er was von dir. Ja, genau. Oder was sonst? Im Internet unter www.barbecuemesser.at. Na also, haben wir was. Also, schaut euch mal ein geiles Messer an. Männerspielzeug, alle haben Geburtstag, wisst ihr? Ich frage was. Was du fragst mich? Ich frage euch was. Ah, du fragst mich was? Ja. Das muss man schon vorher sagen, das muss gescriptet sein. Du brauchst ein Skript. Ja. Ja, der Überraschungseffekt, sonst machen wir es nicht mehr. Und ich muss dann dir das Mikrofon hinholen. Warte, da muss ich noch schnell die eine Hocken holen, die halt auch noch einer da schnell. Wo ist denn unser Brathocken? Dort ist. Nein, die musst du schon sehen. Ja, ich hau's rein. Hau's rein, dass man sieht, das nicht. Geh, geh, da machen wir. Zack, so. Muss mir auch noch einer. Ja, lassen wir uns an. Ja, der Jürgen ist heute auch wieder bei uns. Echt, dass du Zeit hast, toll. Andere Sache, letztes Jahr sind wir da gestanden drüben in der Feuerrenner, hast du gesagt, das war heiß, aber nur so ein bisschen. Heute war es so ein bisschen anders. Wie war es denn heute? Bei so einem Wetter habe ich sicher noch kein Schweinderl gemacht am Sadokreuz. Die Wassermassen haben uns quasi fast überrollt. Und war sicher eine Herausforderung heute, auf eine ganz andere Art und Weise wie letztes Jahr. Also letztes Jahr haben wir ja ein stilles Tallamm gegrillt im Ganzen am Kreuz, à la Estaca. Heute haben wir gehabt einmal zur Abwechslung eine Wildsau, dass es ein bisschen bunt ist. Das war eigentlich eine tolle Geschichte. Ja, vom Geschmack her gibt es eh nichts Besseres wie Wild. Vom Gesundheitsfaktor, Wild hat einfach fast kein Fett, ist für Diabetiker geeignet, für Diätmenschen. Ist wunderbar, ist in der Wildnis aufgewachsen, es gibt nichts Gesünderes wie ein Wild.
Also, wenn wir jetzt quasi drüber nachdenken, welches Wild grillt man am ersten, ist sicher Wildschwein die erste Wahl, weil es eher noch schön mit einem Fettdeckel überzogen ist. Gegen eine Rehe zum Beispiel. Definitiv eine Rehe auf dem Allerestacker über einem offenen Feuer ist sicher eine Herausforderung, weil es natürlich nur mager ist, da ist überhaupt kein Fettanteil dabei. Und mit dem Wildschweinderl ist das schon ganz andere Sache. Und also wenn man jetzt zum Beispiel aber trotzdem ein Reh probiert, dann könnte man ja eine Aromabutter machen mit Wacholder, Salbe, Thymian und mit den tut man es zwischendurch immer wieder einbämseln. Das ist nicht ganz verdörrt, oder? Was meinst du? Ja, könnte man schon machen, weil du weißt, ich bin der Purist. Bei mir gibt es nur Salz und sonst nichts. Ja, und ich bin der andere, bei mir gibt es auch eine Aromabutter. Und das probiert es einmal aus, das ist sicher geil. Ja, ich kann dich ja einladen, einmal, dass wir meine Challenge machen. Ich mache das Rätschall nach meiner Art und Weise und du machst es mit deiner Aromabutter. Eine Rätschallenge à la Estaca, das werden wir. Ja. Haben wir schon was. Und dann schauen wir, jawohl, wie es die Leute das schmeckt. Schauen wir es uns an. Und es geht ja um die Abwechslung. Ihr wisst ja, es ist ja nämlich wie beim Sex, gell? Es ist alles erlaubt, aber es muss alles schmecken. Nicht nur den Grillmeister allein. Und da sind wir uns einig, oder? Genau. Also. Auf das posten wir. Ah, vom Dauerbeck haben wir was Gutes. Genau. Gell? Gut ein bisschen Mühlviertel, total. Mit dem Mühlviertel müssen wir schon ein wenig forcieren. Total Gesundheit, regional. Gell? Der Mario Dauerbeck ist wieder mal bei uns, freut mich ganz besonders. Von ihm habe ich schon sehr viel kopiert, nicht abgeschaut, aber kopiert. Zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, was ich gelernt habe. Er hat die Philosophie, eigentlich ist er ein Vorausdenker und Philosoph. Und was ich gelernt habe von ihm ist zum Beispiel, wenn er sagt, jedes Geschäft hat ein Gegengeschäft. Und man sollte auch, wenn du mir was kaufst, kaufe ich natürlich bei dir was ab. Und so muss es eigentlich am besten funktionieren. Wie bist denn du auf das gekommen? Ja, wir leben da im Prinzip in der Lebensregion. Wir kommen von Mühlviertel-Alm herum zusammen in Strudengau. Wir sagen, wenn die Regionen, da gestalten wir unser Leben. Und in der Landwirtschaft haben wir auch sehr schnell gelernt, der Kreislauf muss intakt sein und die Grundprinzipien sind, was du siehst, wirst du ernten und leben lassen. Und wenn wir miteinander alle gut kooperieren in der Region, mögen wir ganz gut leben und die Wertschöpfung bleibt da. Was ich da sagen, jetzt trinken wir auf, ist total regional. Gesundheit. Ruppi, ja. Ich habe gehört, zu dir schon alle Gründe, warum? Ja, ist ein Spitzname, Familiennamen, jeder sagt Grundl zu mir. Der Chef, der Direktor, jeder sagt Grundl zu mir. Kennt das vom Grundeln, oder was? Ja, das ist der Fernseher ohne G hinten. Grundi und G bleibt weg. Was anders? Wir haben da heute von drinnen zugeschaut beim Essen, wie der Jürgen die Karkassen vom Rücken noch hingelegt hat. Ja. Und du hast da wie andächtig immer wieder was runtergeschnitten, gegessen, wieder runtergeschnitten und gegessen. Die Wildsau hat einen Eindruck gemacht irgendwie auf dich. Die Wildsau hat einen Eindruck gemacht. Mein Vater war 45 Jahre lang Jäger beruflich. Ich bin mit dem groß geworden und ich weiß, was ich habe. Schau, der Hund weiß auch, was er Bussi, hat. Bussi, gell? Und mir taugt das einfach. Und man muss auch die kleinen Stiegel und auch das, was ein bisschen schwierig zum Oberarbeiten ist, das muss genießen, weil da geht es wirklich um was. Das sind die guten Sachen. Also du weißt genau, das Beste ist wie ein Bauer. So ist es. Danke für den Besuch, gell? Ja, hat mich gefreut, war nicht das letzte Mal. Grundi, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Der hat sich genau reingedrängt. Der hat gesagt, ich will auch, ich will auch. Geh, Eva. Gauner, wo bist denn du schon wieder? Oh, Bussi, gibt so viele. Ja, Bussi. Ja, so offensiver Schmeichel. Eva hat gesagt, sie möchte auch, was von der Wildsau, was wir gerade erzählt haben, ob da noch was da ist. Ist ein offensiver Schmeichelhund, war er zuerst schon. Mahlzeit. Oh, schaut. Wir verarbeiten alles, auch die Bahnen. Ja, die Roswitha aus Wien ist schon das dritte Mal bei uns, hat noch nie eine Smog on the Water Festival Veranstaltung versäumt. Nein. Warum bist du schon wieder da? Weil es einfach lustig ist. Es macht Spaß, man lernt viel, immer wieder neue Ideen und das mag ich da. Die Gegend ist super, ein ganzes Wochenende ohne Handyempfang ist auch klasse. Ein richtiger schöner Ausgleich. Auch diese Feuerküche hat dich voll infiziert. Natürlich. Feurige Frau, feurige Küche. Ah, jetzt haben wir es. Vorsicht, aus!
Grillen ist ja wie so Sicherheit sehr männlich behaftet. Wieso ist das so? Ja, das kommt wahrscheinlich von ganz, ganz früher. Ja, da waren die Männer dazu, die haben die Jagd übrig gehabt. Die waren natürlich kräftiger, haben das Wild Eier gelegt und die Frauen werden wahrscheinlich dabei aufgepasst haben aufs Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber ich vermute, es war in der Richtung was. Was?